Irgendwo im irischen Nirgendwo lebt eine junge Frau, aber als sich ihr die Chance bietet, die große, weite Welt zu sehen, da will sie diese nutzen, aber eben auch gegen Heimweh kämpfen. Und damit geht es hier jetzt um Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten. Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten, geht heute um 12 Minuten, ist ab 0 Jahren freigegeben und läuft seit dem 21. Januar 2016 in den deutschen Kinos und ist eine Geschichte rund um eine junge Frau namens Eilish. Die lebt in den 50er Jahren in einer kleinen Ortschaft in Irland. Dort ist alles sehr durchstrukturiert. Jeder redet über jeden, der Nachbar kennt jedes kleine Gerücht über einen. Man muss sich benehmen, man muss gucken, wer der richtige Mann an der Seite sein könnte. Wie kann man eine gute Karriere verfolgen? Wo ist der Platz der Frau? Wo ist der Platz der Mann einer Beziehung? Alles ist sehr festgefahren. Und so ist es eben Eilish, die zusammen mit ihrer Schwester und ihrer Mutter lebt, die gerne mehr von der Welt sehen würde. Und eines Tages ergibt sich für sie mit Hilfe der Kirche die Chance, nach New York zu reisen, dort einen Beruf zu bekommen, vielleicht sogar eine Ausbildung zu erlangen. Und das muss sie unbedingt erleben und sehen, diese große, weite Welt und diese große, einzigartige Stadt. Und auf diesem Weg dürfen wir Eilish eben folgen. Das alles im 50er-Jahre-Look, wo eine Großstadt wie New York einfach fantastisch von den Settings aussieht, erfahren wir mit ihr, was es bedeutet, im Leben so viel Neues zu sehen, was man vorher nie gesehen hat. Was ist am anderen Ende der Welt? Menschen kennenzulernen, die einem zunächst völlig fremd sind. Mentalitäten von Dingen, die man zu Hause niemals gemacht hätte und auf einmal sich sagt, hey, warum eigentlich nicht? Und auch selbst sich wertzuschätzen und zu sagen, es geht doch eigentlich um mich im Leben und wie ich glücklich werde und nicht nur, was alle anderen denken. Und wenn dann noch irgendwo vielleicht die wahre Liebe auf einen warten kann, ja, dann ist das Ganze ein romantisches Drama. Warum Drama? Weil eben diese Eilish auf der einen Seite in dieser neuen Welt, eben New York und USA, so viel Schönes und Besonderes findet, aber auch Heimweh hat, ihre eigene Familie vermisst und vielleicht auch dort jemand auf sie wartet. Das sind alles so Thematiken, die ich an dieser Stelle nicht verraten werde, aber nur kurz umreißen, damit man weiß, worum es geht. Und da könnte man jetzt sagen, ist das jetzt ein Film für mich? So eine Liebesschnulze ist mir manchmal zu anstrengend. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sticht Brooklyn eine Liebe zwischen zwei Welten wirklich heraus. Denn die Hauptdarstellerin hat eine unglaublich auf der einen Seite stilvolle und klassische Art, hat so eine gewisse Schönheit, die aber nicht unbedingt dem 0815 Schönheitsideal entspricht, sondern einfach in der Tiefe ihrer Augen so einmal wieder ihre Seele aufblinzeln lässt, sodass jede Nahaufnahme Spaß macht, sich anzuschauen. Das Ganze gespickt eben mit diesen tollen Kulissen der 50er Jahre, eine schöne Musik. Und vor allem auch in den herzzerreißenden Momenten hat der Film über die 112 Minuten so viel emotionale Bindung aufgebaut, sodass man fast im Kinosaal die ein oder andere Träne verdrücken kann. Und soll am Ende bedeuten, Brooklyn, eine Liebe zwischen zwei Welten, ist ein Film geworden, der sich weniger mit dem Was als mit dem Wie beschäftigt und der Frage, was ist, wenn wir an der Schwelle stehen, zwischen dem noch ein Kind sein und gerade erwachsen werden, auf uns alleine gestellt sein und trotzdem irgendwie dafür zu sorgen, dass man Verantwortung übernimmt und sich in einer neuen Welt zurechtfindet. Und diesen Punkt überschreiten wir alle irgendwann im Leben, irgendwann müssen wir selber laufen lernen. Und darum ist eben dieser Film eben klassisch und elegant und stilvoll erzählt und macht wirklich große Freude und ist eben bärenstark und bekommt deswegen nicht umsonst die ein oder andere Oscar-Nominierung. Und von mir, nämlich in seinem Genre als romantisches Drama, das man wirklich gesehen haben sollte, vor allem wenn man Genre-Fan ist, auch wenn man hier ehrlich sagen muss, der funktioniert zu Hause auf Blu-ray und DVD nachher auch fast genauso gut wie im Kino, weil er nicht mit unglaublichen Schauwerten aufwarten muss, die nur auf der Leinwand funktionieren, bekommt er von mir richtig starke 9 von 10 möglichen Punkten in diesem Genre, auch insgesamt 8 von 10 möglichen Punkten und ist mehr als sehenswert, ganz besonders für Genrefans. Und da bin ich durch in meiner Review zu Brooklyn. Eine Liebe zwischen zwei Welten läuft, wie gesagt, schon seit dem 21. Januar in den deutschen Kinos. Ey, aber lieber zu spät als nie, die Review. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diese mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten, das wisst ihr, gibt es hier noch ein paar Links um mich rum. Und morgen um 15 Uhr natürlich spätestens ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.